Webmail ist eine Möglichkeit, via Internet Mails abzurufen. Gehen Sie hierfür auf www.mcivmi.at und klicken auf Webmail. Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Um eine Mail zu erstellen, klicken Sie auf das Webmail-Symbol in der oberen Spalte. In dem Feld mit der Bezeichnung Empfänger schreiben Sie die Mailadresse der betreffenden Person. In dem Feld mit der Bezeichnung Betreff schreiben Sie eine Kurzbeschreibung der Mail. Und in das große untere Feld schreiben Sie die Nachricht, die Sie übermitteln wollen. Sie können die Mail abschicken, indem Sie auf Nachricht jetzt senden klicken. Unterhalb der Mails finden Sie verschiedene Markierungsarten. Wenn Sie auf das Alle-Symbol klicken, werden alle Mails markiert. Wenn Sie auf das Aktuelle Seite-Symbol klicken, werden alle Mails auf der aktuellen Seite markiert. Wenn Sie auf Ungelesene klicken, werden alle ungelesenen Mails markiert. Wenn Sie auf das Inventieren-Symbol klicken, werden alle Mails markiert, die unmarkiert sind. Und wenn Sie auf das Keine-Symbol klicken, wird die aktuelle Markierung aufgehoben. Um genauere Informationen über Ihren Mailspeicher zu erhalten, gehen Sie auf die Speicherleiste in der linken unteren Ecke. Sie können Nachrichten löschen, indem Sie die gewünschte Mail markieren und auf das Löschen-Symbol in der oberen Spalte klicken. Um dies zu bestätigen, gehen Sie in der linken unteren Ecke auf das Optionen-Symbol und klicken dann auf Packen. Um Leute zu Ihrem Adressbuch hinzuzufügen, klicken Sie auf Adressbuch in der rechten oberen Ecke. Anschließend gehen Sie auf Persönliches Adressbuch und klicken auf Neuen Kontakt hinzufügen. Geben Sie den Vor- und Nachnamen der gewünschten Person ein und bestätigen Sie das mit Speichern. Geben Sie die benötigten Daten der Person ein, die Sie in Ihr Adressbuch hinzufügen wollen. Um Ihre Kontoeinstellungen zu ändern, klicken Sie auf Einstellungen. Anschließend gehen Sie auf Identität. Wählen Sie den Benutzer aus, an dem Sie Änderungen vornehmen wollen. Um zu bestimmen, in welche Ordner Ihre Mails landen sollen, gehen Sie auf Einstellungen und dann auf Spezialordner. Hier können Sie die Ablageorte der verschiedenen Mails wählen. Nach der Benutzung von Webmail sollten Sie sich immer abmelden.